In Berlin-Grünau wird wieder fleißig um die Wette gerudert. Über 500 Sportler sind angetreten, um zu ermitteln, wer am schnellsten durchs Wasser fliegt. In diesem Jahr sind alle Augen auf die Königsdisziplin, den Achter, gerichtet. Selten war das Starterfeld so gut besetzt wie in diesem Jahr. Die Favoritenrolle wird munter hin und her geschoben. Man kennt sich eben bestens aus den Vereinen. Also ich habe mal über das Meldergebnis geschaut und habe bei den Hamburgern doch einige gesehen, die wir auch in der Nationalmannschaft schon gesehen haben, die Namen. Und wir wissen, dass Osnabrück ja den Henley-Start hatte, die auch eine starke Mannschaft haben werden. Also das sollte eng werden auf den Plätzen, ja. Wird schwer, unter die ersten drei zu kommen. Hamburg und Niedersachsen sollen es also richten. Die Hauptstädter geben sich bescheiden. Doch gerade sie werden von allen als Top-Favorit gesehen. Haben sie doch mit Olaf Roggensack und René Schmäler zwei Juniorenweltmeister im Team. Kommt halt auf die ganze Mannschaft drauf an. Wenn die ganze Mannschaft nicht zusammenarbeitet, dann läuft das Boot überhaupt nicht. Die beiden Weltmeister, das ist toll, das ist unser Schlagteam, aber wir haben auch ein paar Leichte dahinter und bei Gegenwind wird es dann nicht so einfach für die. Es ist schon ganz klar, dass sie sagen, wo es lang geht und haben da auch ein ganz gutes Feedback, was sie geben, können uns da sehr viel anweisen. Die Niedersachsen, größter Konkurrent der Hansestädter, geben sich davon unbeeindruckt. Naja, ich glaube, davon muss man sich nicht verrückt machen lassen, ob jetzt ein Juniorenweltmeister im Boot sitzt oder nicht. Wir haben dieses Jahr auch einen ziemlich starken Achter, deswegen gehe ich davon aus, dass das knappe Rennen werden. Es war, so viel vorweg, sehr knapp, denn auch die Favoriten müssen sich erstmal qualifizieren. Hamburg, Niedersachsen und Berlin in einem Halbfinallauf, aber nur zwei kommen direkt ins Finale. Das Boot aus Niedersachsen mit gutem Start, aber nach 500 Metern liegen die Top-Teams wieder gleich auf. Erst kurz vor dem Ziel kann sich Hamburg dann entscheidend absetzen und im Kampf um Platz 2 muss sich Berlin auf der unteren Bahn dem Überraschungsboot aus Nordrhein-Westfalen geschlagen geben. Lange Gesichter bei den Unterlegenen. Sie müssen in den Hoffnungslauf. Große Freude dagegen beim Team Hamburg als einziger Favorit direkt ins Finale. Naja, war halt, jeder wollte nicht in den Hoffnungslauf gehen, um nochmal ein Extra-Rennen zu fahren. Und da haben alle gekämpft und da hatten wir jetzt einfach die Nase vorn. Berlin und Niedersachsen nutzten ihre zweite Chance, gewannen den Hoffnungslauf. Somit kommt es morgen im Finale zur Neuauflage, in der diese neuen Jungs dann Historisches schaffen wollen. Denn seit 20 Jahren gab es keine Medaille für Hamburger Boote bei JTFO. Und plötzlich sind sie Topfavorit.